Dieser weit verbreitete Billigabwärtswandler ist ein EMV-technisches Desaster. In Fahrzeuganwendungen wie dem Camperausbau ist sein Einsatz bestenfalls nicht normkonform. Im schlimmsten Fall kann er gefährliche Betriebszustände in anderen Fahrzeugkomponenten hervorrufen. In diesem Video zeige ich, wie man die leitungsgebundenen Emissionen des Wandlers entsprechend des CISPA 25 Standards misst und die Störemissionen mit einer Filterschaltung unter die vorgeschriebenen Grenzwerte bringt. Untersucht wird ein preiswerter Abwärtswandler auf Basis des LM2596S. Typischerweise wird dieser verwendet, um die 12 Volt des Bordnetzes auf 5 Volt zu reduzieren, etwa zur Versorgung von Kleingeräten oder Elektronikmodulen im Fahrzeug. Als Spannungsquelle kommt eine wartungsfreie Bleisäurebatterie zum Einsatz. Für die Messung wird das Abwärtswandlermodul mit einer Zuleitung versehen, an die Batterie angeschlossen und die Ausgangsspannung auf ca. 5 Volt eingestellt. Ausgangsseitig ist das Modul mit einer USB-C-Buchse ausgestattet. Als Last dient ein kleiner LED-Scheinwerfer mit einem Betriebsstrom von ca. 400 mA, deutlich unterhalb der vom Hersteller angegebenen maximalen Ausgangsstromstärke von 2 Ampere. Grundsätzlich wird zwischen zwei Arten von Störaussendungen unterschieden: leitungsgebundenen und feldgebundenen Emissionen. Feldgebundene Emissionen sind Störsignale, die ein Prüfling über elektrische oder magnetische Felder abstrahlt. Im Gegensatz dazu werden leitungsgebundene Emissionen, wie sie hier betrachtet werden, direkt über Versorgungs- oder Signalleitungen übertragen. Zur messtechnischen Erfassung leitungsgebundener Emissionen wird eine sogenannte Netznachbildung, auch LISN für Line Impedance Stabilization Network, verwendet. Ein LISN erfüllt zwei Hauptaufgaben. Erstens stellt sie auf der Versorgungsseite eine normierte Impedanz für den Prüfling bereit. Zweitens ermöglicht sie die Auskopplung der Störsignale, um diese mit einem Messempfänger oder wie in diesem Fall mit einem Spektrumanalysator erfassen zu können. Für den Messaufbau verwende ich einen symmetrischen, weitestgehend normgerechten Aufbau mit zwei LISNs. Beide LISNs sind auf einer geerdeten Kupferplatte montiert. Gemäß den Vorgaben der Norm werden sie leitfähig mit der Kupferplatte verbunden und eingangsseitig mit den vorgeschriebenen Kondensatoren versehen. Da die Kupferplatte, die mir im Homeoffice zur Verfügung steht, etwas klein ausfällt, lassen sich einige Mindestabstände und Vorgaben zur Leitungsführung in diesem Aufbau nicht ganz einhalten. Bei den teils massiven Grenzwertüberschreitungen und der eher relativen Bewertung der Entstörmaßnahmen im weiteren Verlauf ist das allerdings nicht weiter problematisch. Die Messung der ausgekoppelten Störsignale erfolgt mit einem Siglent SSA 3021X+, ausgestattet mit der EMI-Option. Die EMI-Option ermöglicht die normgerechte Auflösebandbreite von 9 kHz sowie die Detektion des Quasi-Spitzenwertes mittels eines speziellen Spitzenwertdetektors. Zur Vereinfachung der Messdurchführung wird statt einer manuellen Konfiguration der CISPA 25 Grenzwerte im Spektrumanalysator die Software EMC View von TechBox eingesetzt. Die Software steuert die Messung automatisch, stellt die normkonformen Auflösebandbreiten ein und berücksichtigt die frequenzabhängigen Einfügedämpfungen von den LISNs und Messkabeln. EMC View ist mit vielen gängigen Spektrumanalysatoren kompatibel und kann auch ohne Lizenz kostenlos verwendet werden, allerdings nur für Messungen bis maximal 10 MHz. Die verwendeten LISNs stammen ebenfalls vom Hersteller TechBox, weshalb die Korrekturfaktoren für die Messung bereits in der Software hinterlegt sind. Untersucht wird der Frequenzbereich von 150 kHz bis 108 MHz. Die blauen und roten Linien zeigen die maximal zulässigen CISPA 25 Grenzwerte an. Die blauen Linien kennzeichnen die Grenzwerte für den gemessenen Spitzenwert. Die roten Linien markieren hingegen die maximal zulässigen Mittelwerte der Störsignale. Für die EMV-Konformität müssen beide Grenzwerte eingehalten werden. Wird an einer Stelle entweder der Spitzenwert oder der Mittelwert überschritten, so hat der Prüfling den Test nicht bestanden. Daher ist der Abwärtswandler bereits jetzt durchgefallen. Die Grenzwertüberschreitungen liegen hier mit über 30 dB deutlich im kritischen Bereich, auch wenn die logarithmische Darstellung auf den ersten Blick weniger dramatisch wirkt. Zur Erinnerung, eine Überschreitung von 20 dB entspricht einer Störspannung, die 10-mal höher als erlaubt ist. Bei 30 dB liegt sie bereits etwa 32-fach über dem zulässigen Wert. Im aktuellen Zustand überschreitet der Abwärtswandler die zulässigen Limits an insgesamt 238 Messpunkten.
Eine der häufigsten Empfehlungen in den Kommentaren unter meinem Short zu diesem Thema ist der Einsatz von Ablock-Kondensatoren in der Versorgungsleitung. Ich habe daher 4 Kondensatoren, 100 Mikrofarad, 10 Mikrofarad, 100 Nanofarad und 10 Nanofarad, parallel auf ein kleines Stück Lochrasterplatine gelötet. Diese Kondensatorplatine wird zwischen den Lissens und dem Abwärtswandler eingefügt und die Messung anschließend wiederholt. Mal sehen, ob's was bringt. Nach Abschluss der Messung zeigt sich, die Kondensatoren haben zwar eine gewisse Wirkung gezeigt, aber leider nicht ausreichend. Das war allerdings absehbar. Sowohl die Spannungsquelle als auch der Eingang des Abwärtswandlers weisen bereits eine relativ geringe Impedanz auf. Zusätzliche kleine Impedanzen, wie sie Kondensatoren darstellen, bringen in diesem Fall erwartungsgemäß nur begrenzten Nutzen. Um Störsignale wirklich wirksam zu dämpfen, braucht es deutliche Impedanzsprünge und genau daran fehlt es hier. Etwas besser ist daher der Vorschlag, einen Pi-Filter in die Versorgungsleitung einzubauen. Der hier gezeigte Pi-Filter besteht aus einer 47 Mikrohenry-Spule und 250 Nanofarad-Kondensatoren, die sich auf der Unterseite der Platine befinden. Rein rechnerisch ergibt sich daraus eine Grenzfrequenz von etwa 120 kHz. Der Filter ersetzt die zuvor getesteten Ablock-Kondensatoren und wird erneut zwischen Lissen und Wandler geschaltet und dann wird wieder gemessen. Im Vergleich zu den Kondensatoren zeigt sich jetzt eine deutlich bessere Dämpfung im unteren Frequenzbereich. Allerdings noch immer keine Einhaltung der Grenzwerte. Anscheinend hilft der Pi-Filter also auch nicht weiter. Aufmerksame Zuschauer haben sicher auch bemerkt, dass der Hügel bei etwas über 10 MHz unverändert bleibt. Das hat natürlich auch einen Grund. Und bevor jetzt jemand in den Kommentaren meckert, nein, das ist keine Nahfeldkopplung. Um genau das auszuschließen, habe ich eine zusätzliche Messung durchgeführt mit einem leitfähigen, geerdeten Schirm zwischen Filter und Wandler. Das Ergebnis praktisch unverändert. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, müssen wir uns mit den unterschiedlichen Ausbreitungsmoden auf den Versorgungsleitungen beschäftigen. Konkret gibt es hier 2 Arten von Störungen: Gegentakt- und Gleichtaktstörung. Gegentaktstörungen treten auf, wenn Störsignale entgegengesetzt durch die Plus- und Minusleitung fließen. Gleichtaktstörungen hingegen fließen in gleicher Richtung durch beide Leitungen und schließen ihren Weg meist über feldgebundene Emission oder Kopplungseffekte. Hier kapazitive Kopplung zur Massefläche. Beide Störarten verhalten sich im EMV-Kontext unterschiedlich und benötigen jeweils andere Filterstrategien. Da im Messaufbau 2 Lissens verwendet werden, lässt sich der Versuchsaufbau mit geringem Aufwand so modifizieren, dass Gegentakt- und Gleichtaktstörungen getrennt gemessen werden können. Dazu wird ein TBLM1 Lissen-Mate von TechBox mit den beiden Lissens verbunden. Je nach gewünschten Modus wird anschließend entweder der Gegentakt- oder Gleichtaktausgang des Lissen-Mate mit dem Spektrumanalysator verbunden. Der jeweils nicht verwendete Ausgang wird dabei mit einem 50 Ohm Abschlusswiderstand terminiert. Bei der getrennten Betrachtung von Gegentakt- und Gleichtaktstörungen ergibt sich ein typisches Bild. Die Gegentaktstörungen nehmen mit steigender Frequenz ab, während die Gleichtaktstörungen zunehmen. Der Grund dafür liegt unter anderem darin, dass die für Gleichtaktstörungen charakteristische Kopplung und Abstrahlung bei höheren Frequenzen stärker wird. Zur wirksamen Filterung der Gleichtaktstörungen sind deutlich aufwendigere Maßnahmen erforderlich. Daher wird jetzt aufgerüstet. Mit dem Design Your EMC Filter Kit von Würth Elektronik. Das Ding ist so eine Art Survival Kit gegen leitungsgebundenen EMV-Stress. Neben einer Broschüre, die erprobte EMV-Filterschaltung und deren Funktionsweise erklärt, enthält das Kit alles Mögliche an Bauteilen, mit denen man solche Filter schnell aufbauen und testen kann. Das Wichtigste für das Problem mit dem Abwärtswandler? Gleichtaktdrosseln. Gleichtaktdrosseln bestehen aus 2 symmetrisch gewickelten Spulen auf einem gemeinsamen Kern. Für Signale, die auf beiden Seiten gleichzeitig und gleichphasig auftreten, also Gleichtaktstörungen, haben sie eine sehr hohe Impedanz. Für Gegentaktsignale heben sich die Magnetfelder gegenseitig auf und die Drossel ist quasi unsichtbar. Zumindest in der Theorie, aber dazu später mehr. Musterbeispiel 1 des Design Your EMC Filter Kits ist eine klassische Filterstruktur, wie sie häufig zur Lösung von EMV-Problemen eingesetzt wird. Die Schaltung ist so ausgelegt, dass sie sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktstörungen wirksam unterdrücken kann. Für Gleichtaktstörungen stellen die Y-Kondensatoren einen direkten Ableitpfad zur Masse- bzw. Bezugserde bereit. Störungen im Gleichtakt werden zusätzlich durch die hohe Impedanz der Gleichtaktdrossel ausgebremst. Aus Sicht der Gegentaktstörungen handelt es sich bei der Schaltung um einen einfachen LC-Filter. Zwar sollte eine ideale Gleichtaktdrossel keine Gegentaktimpedanz aufweisen, in der Praxis ist
jedoch eine gewisse Streuinduktivität unvermeidlich. Diese eigentlich unerwünschte Eigenschaft kann aus EMV-Sicht vorteilhaft genutzt werden, da sie zur Dämpfung von Gegentaktstörungen beiträgt. Da im Versuchsaufbau anders als bei netzspannungsversorgten Geräten keine Erdungsleitung vorhanden ist, werden die Y-Kondensatoren ersatzweise mit der Minusleitung verbunden. Die Filterschaltung wird wie üblich in die Versorgungsleitung des Abwärtswandlers integriert und eine neue Messung wird durchgeführt. Mal schauen, ob die EMV-Probleme nun endlich gelöst sind. Und hier das enttäuschende Ergebnis. Zwar zeigen die Gegentaktstörungen eine leichte Dämpfung, doch die Gleichtaktstörungen, auf die wir es hier eigentlich abgesehen haben, bleiben nahezu unverändert. Wie kann das sein? Spätestens an diesem Punkt sollten wir damit aufhören, wahllos Schaltungen aufzubauen und einfach auf das Beste zu hoffen. Um den Störsignalen möglichst starke Impedanzsprünge entgegenzusetzen, greifen wir nun zum altbewährten Apothekerprinzip. Viel hilft viel. Die Schaltung wird daher mit großzügig dimensionierten 1000 Mikrofarad X-Kondensatoren und einer größeren Gleichtaktdrossel ausgestattet. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht weiter. Neue Messung, neues Glück. Und tatsächlich, die Störungen im unteren Frequenzbereich sind jetzt deutlich reduziert. Doch der auffällige Peak bei rund 10 MHz bleibt hartnäckig bestehen. What the f***? Die Ursache liegt, man glaubt es kaum, bei den Y-Kondensatoren bzw. ihrer Verbindung zur Minusleitung. Die gut gemeinte Idee erweist sich hier als kontraproduktiv. Statt einen wirksamen Ableitpfad für Gleichtaktstörungen zu schaffen, bieten sie lediglich eine Umgehung der Gleichtaktdrossel. Ein häufiger Fehler in der Praxis, den ich hier bewusst eingebaut habe. Y-Kondensatoren erfüllen ihren Zweck nur dann, wenn sie mit einem Ableitpunkt verbunden sind, der von den Versorgungsleitungen getrennt ist. Ein leitfähiges Gehäuse wäre beispielsweise ein möglicher Bezugspunkt. Um das zu demonstrieren, wird ein Metallgehäuse über dem Abwärtswandler platziert und leitfähig mit dem Ableitpunkt der Y-Kondensatoren verbunden. Die Gleichtaktstörungen werden nun deutlich besser unterdrückt. Trotzdem wird der Weg der Schirmung an dieser Stelle nicht weiter verfolgt. Nicht nur, weil feldgebundene Emissionen und Schirmung Thema eines eigenen Videos sein sollen, sondern auch, weil selbst dieser Aufbau nicht zielführend ist. Lässt man den Ableitanschluss einfach dadurch ins Leere laufen, dass man ihn überhaupt nicht verbindet, zeigt die Messung ein nahezu identisches Ergebnis. Noch ein letzter Versuch, bevor ich aufgebe. Die Filterschaltung mit zwei X-Kondensatoren und einer Gleichtaktdrossel hat bisher das beste Ergebnis erzeugt. Also wird nun eine mehrstufige Variante mit einer zweiten Gleichtaktdrossel aufgebaut. Auf einen zusätzlichen X-Kondensator wird verzichtet. Ich verlasse mich hier auf die Kondensatoren am Eingang des Abwärtswandlers. Und siehe da, wenn man die Peaks im UKW-Rundfunkband ignoriert, sind endlich alle Grenzwerte eingehalten. Spitze. Hier ein auf das UKW-Rundfunkband gezoomte Bild der Messergebnisse. Die verbleibenden Peaks korrelieren mit lokalen UKW-Rundfunksendern und streuen mangels Schirmung in den Messaufbau ein. Dafür kann der Abwärtswandler allerdings nichts.